Würde ich mir einmal die Hände nicht waschen, könnte ein Kind in Afrika 2 Tage länger leben. Ich mache mir keine Gedanken über Energie. Ich habe mehr davon, als ich brauche. Energie kann nicht verschwinden. Sie ist immer da. Nur in anderen Formen. Hier haben wir so viel Energie. Menschen irgendwo anders auf der Welt fehlt genau diese Energie. Zum Überleben und zum Leben. Viele wollen armen Menschen helfen, aber man will selber trotzdem keinen Nachteil dadurch haben. Viele spenden in solchen Fällen Geld, manche sogar mehr als 1000 Euro. Aber niemandem ist bewusst, dass wir alle vieles aufgeben müssen, wenn wir wollen, dass alles besser wird. Wenn jemand, den wir mögen, traurig ist, geben wir ihm ein bisschen was von unserer Energie und nehmen dafür in Kauf, dass wir sie vielleicht nie wiederbekommen. Aber wer seine Energie teilt, macht schon mal den ersten richtigen Schritt. Energie nur für sich alleine zu behalten, bringt niemanden weiter. Man braucht viele Menschen, die Energie haben, um etwas zu erreichen. Würde jeder Mensch gleich viel Energie haben, würde die Welt der schönste Ort im Universum sein. Aber das zu erreichen ist beinahe unmöglich und müsste durchgesetzt werden, auch wenn nicht alle damit einverstanden sind. Nur dann kann jeder Mensch auf diesem Planeten glücklich sein. Ich finde es sehr schade, dass viele Tiere gejagt werden und aussterben. Aber es ist so. Die am weitesten entwickelte Spezies wird überleben und die anderen unterdrücken. Das erklärt auch, warum es in Afrika so vielen Menschen schlecht geht und sie sterben. Hier gibt es allerdings einen Unterschied. Sie sind genauso Menschen wie wir. Wir geben ihnen gar keine Chance, sich weiterzuentwickeln und behandeln sie so, als ob sie es nicht verdient haben, Menschen genannt zu werden. Es wird immer eine Spezies geben, die weiterentwickelter ist als wir. Und dann wird sich zeigen, ob wir überleben oder nicht. Ich hoffe, dass wir eines Tages alle gleich behandelt und berechtigt werden. Hoffentlich konnte ich euch zum Denken anstoßen. Denn wenn man über diese Dinge nachdenkt, kann man erst anfangen, die Welt zu verbessern.